Aber zuerst zum Thomas Richli. Bei allem, was er macht, ist er engagiert. Und er macht viel. Bis der Tag kommt, wo sein Körper die Notbremse zieht. Nie hätte er sich vorstellen können, dass er plötzlich der ist, der Hilfe braucht. Mit seiner Firma Vollpension erledigt Thomas Richli Dienstleistungen für ältere Menschen. Für ihn und seinen Mitarbeiter Ali steht heute Baumpflege auf dem Tagesplan. Ich würde mich als Macher beschreiben, als einer, der alles im Griff hat, einer, der nicht zu Boden kriegen ist, einer, der nicht Nein sagt, einer, der für alles immer zu jeder Zeit einsetzen kann. Das zeigt sich auch in seiner Biografie. Ursprünglich hat Thomas Förster gelernt, dann wurde er Sozialpädagoge. Er war eine Zeit lang Pastor einer Freikirche und ist noch heute UMA-Betreuer in einem Transitzentrum. Das ist irgendwie ein innerer Drang, nachher wieder etwas Neues zu machen, etwas zu reissen, etwas auszuprobieren, vielleicht Neues wagen, auch aufs Wasser gehen. Das ist so das Pionierhafte, das ich liebe, auch das Projektorientierte, immer wieder nach Lösungen suchen. Das ist so ein innerer Treiber. Doch dann kommt der Tag, an dem der Macher gestoppt wird. 2004 arbeitet er als Sozialpädagoge in einer Jugendstation. Also das hier oben war das Gebäude, wo die Jungs geschlafen haben, wo wir Büro hatten, wo wir Sitzungszimmer hatten und hinten aus eine Veranda. Wir hatten eine Sitzung hier, eine Teamsitzung. Und in einem Moment auf den anderen hat wie ein Schalter gewechselt. Das heisst, ich hatte das Gefühl, es ist wie das Blut unten rausgelaufen. Und habe gemerkt, irgendwie mein Körper, irgendetwas stimmt nicht. Ich konnte es nicht definieren, aber ich habe gemerkt, jetzt ist etwas passiert, das ist nicht gut. Ich musste irgendwann zum Arzt. Der hat so diverse Untersuchungen gemacht, hat nichts festgestellt und hat gesagt, ja, ich soll einfach ein bisschen mehr Wasser trinken. Das komme ich wieder, das sei nicht so schlimm. Aber das war dramatisch, ein Erlebnis. Das schaudere ich manchmal jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Der Powerman und Vater von drei Kindern ist außer Gefecht gesetzt. Seine Frau Barbara erinnert sich. Er ist von einem Tag auf den anderen flach auf dem Sofa gelegen. Und das Bild, so ihn zu sehen auf dem Sofa, das ist schon noch ganz nah, oder? Und nur ein paar Schritte voraus können machen, dann denkt, boah, das war schon sehr ungewiss gewesen. Aber ich mit drei kleinen Kindern war dort einfach Mutter gewesen und habe funktioniert. Man kommt sich schon ein bisschen vor wie so ein No-Name. Wenn man da einfach nichts mehr produzieren und leisten kann, das ist massiv. Das kratzt schon am Selbstwert. Aber man kann sich nicht wehren. Und schlussendlich bin ich in so einem Tief hinein. Dann machst du dir auch nicht mehr zu viele Gedanken. Schließlich wird ein Burnout diagnostiziert. In der Casa Emanuel in Castries beginnt Thomas eine Therapie. Heute trifft er seine damalige Beraterin wieder. Verena Wurster führt ihn durchs Haus. Das ist Qualität. Vielleicht ist es auch das. Ich weiß, es sind alle immer so. Also ich denke, das ist dein Zimmer. Ja, das kann gut sein. Wie ein Häufchen Elend sei er damals hier eingetroffen, erinnert sich die Beraterin. Antriebslos, traurig, einfach voll down. Erinnerungen kommen hoch. Es war ein langsames Anentasten an mich und an meine Vergangenheit und was jetzt eigentlich passiert ist. Ja, das ist cool. Wie funktioniere ich? Wieso funktioniere ich so? Wie bin ich geworden? Wieso bin ich so geworden? Thomas, schau, das ist so ein Zimmer. 4 Wochen bleibt Thomas in stationärer Therapie. Ein Burnout beschreibt einen emotionalen, geistigen und körperlichen Erschöpfungszustand, der am Ende einer langen Zeit der Überforderung steht, sagt Verena Wurster. Viele Menschen und Persönlichkeiten holen sich ja durch was ihre Lebensberechtigung? Durch Leistung. Und sie müssen noch mehr. Und sie merken, ich bin nicht mehr so konzentriert. Dann machen sie noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und Menschen, die sich nicht abgrenzen können, landen viel, viel schneller in einem Burnout. Und nach einem Burnout ist es ein anderes Leben. Sie haben diese Leistung nicht mehr wie vor einem Burnout.
Und dann geht es darum, in kleinen Schritten mit ihnen den Weg zu gehen. Abgrenzen, abgrenzen, abgrenzen. Das Spezielle ist noch bei den Gesprächen mit der Verena, sie gibt dir nicht, sie sagt nicht, mach mal das, sondern sie gibt dir mehr Fragen mit und tut dich weh mit dem konfrontieren. Das ist eigentlich fast schwieriger für mich. Und gleich sage ich, ja, okay, was will ich? Mach das, was dich glücklich macht. Und das heisst, sich selber ernst nehmen. Und das hat mir sehr geholfen, dass nicht einfach jemand da ist, der sagt, tu das und mach das, sondern mehr das Fragende, wo ich selber meine Antworten entwickle. Der Whirlpool im Garten wird für ihn zu einem Ort der Geborgenheit. Viele Stunden verbringt er hier. Vielleicht ist es wie ein Sinnbild. In der Bibel steht, dass Gott wie ein Hennen ist, der so seine Hand, seine Flügel über uns hat. Und ich stelle mir so die Wärme vor, die Geborgenheit. Und das ist sicher wo man, so etwas, was ich gebraucht habe in dem Moment. Wenn du so tief unten bist, dann brauchst du eigentlich einfach jemanden oder etwas, das dich in den Arm nimmt. Und so ein Pool ist vielleicht etwas, das dich so ein bisschen in den Arm nimmt. Die Veränderungen, die hier angestoßen wurden, wirken sich bis heute in seinem Leben aus. Ich lebe sicher viel bewusster. Ich tue zum Beispiel Termine sehr akribisch planen. Ich überlade Wochen nicht, sondern schaffe mir immer wieder Punkte, wo ich merke, da bin ich alt. Oder einfach jetzt wie heute, da zieht mich dann auch. Und das gibt mir so viel, wenn ich einfach sehe und sage, Schneeschuhe, Skitour, einfach raus auf den Berg, ich allein, ich mit Gott, Gott mit mir. Das ist Erholung pur. Vierzehn Jahre sind seit dem Burnout vergangen. Die beiden älteren Kinder sind erwachsen. Die jüngste Tochter ist ein Teenager. Vieles hat sich bei Richlis verändert. Das hat ja Jahre gebraucht. Das ist ja so ein riesig langer Prozess. Ich finde, er ist viel nahbarer geworden. Er hat für mich heute wieder das Leben und die Stärke. Unsere Gespräche sind auch persönlicher, werden schneller, tief. Das Verständnis füreinander ist anders. Finde ich, hat wirklich eine Tiefe gewonnen. Seit einiger Zeit pflegt Thomas ein neues Hobby. Er ist im Schaffhauser Blauburgunderland aufgewachsen. Als er einen Weinberg in der Bündner Herrschaft pachten kann, greift er zu. Reben sind für ihn ein Sinnbild für das Leben. Für mich ist das mehr auch etwas Philosophisches, etwas zum Meditieren. Etwas zum Abschalten. Ja, ich finde das viel mehr wie nur Arbeit. Man muss die Reben massiv beschneiden, weil die Reben wird schlussendlich ganzen Haufen Laub machen, ganzen Haufen Holz produzieren und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich Frucht produzieren, gute Frucht. Ich glaube auch bei uns sind Sachen, die vielleicht nicht so nötig sind oder wo man abschneiden kann. Aber ein Schnitt ist immer etwas, das vielleicht auch wehtut, wo man denkt, oh nein, lieber nicht. Und schlussendlich dient es irgendwann vielleicht sogar der Frucht. Ich finde die Reben an sich schon etwas unglaublich Spannendes. Als Bild, das in der Bibel ist, vom Weinstock. Gott ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wir sollen am Weinstock sein und dann werden wir Frucht bringen und dann geht es uns gut. Und gerade dieses Jahr war sehr spannend oder intensiv, ein spezielles Rebenjahr. Vieles ist verfroren. Im Frühling hatten wir einen Frost und es ist gleich sehr gut rausgekommen. Und das finde ich absolut ein Wunder. Also, wenn die Rebe am Weinstock ist, dann geschieht immer wieder etwas, dann pulsiert das Leben. Und solange sie da dran ist, ja, kommt es gut.